Kann meine Erfindung patentiert werden? Der YouTube-User, der mit dem Wolf tanzt, hatte folgende Frage. Wie erkenne ich, was patentierbar ist? Zum Beispiel eine Leiter ist Stand der Technik, ebenso wie eine Rutsche. Jetzt gibt es zum Beispiel noch keine Rutsche, die über eine integrierte Leiter erreichbar ist. Ist das patentierbar? Diese Frage beantworte ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, wie man selbst ein Gefühl dafür bekommen kann, ob man für seine Erfindung ein Patent erteilt bekommen kann oder nicht. Ich werde über die grundsätzliche Patentierbarkeit von Erfindungen sprechen. Ich werde über die Recherche von Stand der Technik sprechen. Ich werde über Neuheit, erfinderische Tätigkeit sprechen. Ich werde darüber sprechen, wie das Patentamt eine Erfindung prüft. Und zum Schluss gehe ich darauf ein, was Kombinationserfindungen sind, weil das eben in dem Beispiel vielleicht wichtig wäre. Erst einmal muss man natürlich prüfen, ob die Erfindung von der Patentierbarkeit per Definition im Patentgesetz oder in der Rechtsprechung ausgeschlossen ist. Dazu zählt zum Beispiel Software als solches, also abstrakt nur Software, Algorithmen, betriebswirtschaftliche Überlegungen, ästhetische Formschöpfung, also ein bestimmter Geruch einfach oder ein bestimmter visueller Eindruck, aber auch ärztliche Behandlungen kann man zum Beispiel per Definition nicht mit einem Patent schützen. Ich habe zu diesen Ausschlüssen von der Patentierbarkeit ein ausführliches Video gemacht, das ich unter diesem Video natürlich verlinkt habe. Im nächsten Schritt recherchiert man Stand der Technik, also Dokumente, die vielleicht schon genau diese Erfindung aufzeigen. Auch dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht, das ich unter diesem Video verlinke. Wenn es dann diese Erfindung, die man gemacht hat, also zum Beispiel die Rutsche mit der Leiter, so exakt im Stand der Technik noch nicht gab, dann ist die Erfindung schon mal neu. Was genau Neuheit bedeutet, habe ich auch schon in einem Video ausführlich erklärt, was ich auch unter diesem Video verlinkt habe. Bei der Gelegenheit erkläre ich mal, wie das Patentamt eigentlich eine Patentanmeldung prüft. Zunächst mal recherchiert der Prüfer eben nach Stand der Technik und guckt, ist diese Erfindung neu oder nicht? Gab es genau das schon vorher oder nicht? Und hoffentlich ist es dann so, dass es genau exakt diese Erfindung vorher noch nicht gab und der Prüfer möglicherweise dann sagt, dass diese Erfindung nicht erfinderisch ist. Oder man hat den ersten Patentanspruch unverschämt breit formuliert, also zum Beispiel einfach Rutsche und dann sagt der Prüfer, ja, das ist nicht neu, Rutschen gab es schon vorher und dann tritt man mit dem Prüfer in so eine Art Dialog ein, wo man dann eben sagt, ja gut, wir wollen ja natürlich nicht, doch nicht so ganz allgemein Rutschen beanspruchen, sondern nur Rutschen mit Leitern. Nehmen wir also mal an, wir haben einen Patentanspruch Rutsche mit Leiter und das gab es vorher so noch nicht, dann ist es also neu und dann muss der Prüfer beurteilen, ob diese Rutsche mit der Leiter erfinderisch ist. Wie genau exakt diese erfinderische Tätigkeit geprüft wird, haben wir auch in einem Video zusammengefasst, was ich natürlich auch unter diesem Video verlinke. Aber im Prinzip ist es so, dass der Prüfer sich überlegt, okay, es gibt einen Unterschied, sonst wäre es ja nicht neu, ist mit diesem Unterschied ein technischer Vorteil verbunden und hätte ein Fachmann diesen Unterschied in einem anderen Dokument so aufgefunden, dass es eben nahegelegt war. Kommen wir nochmal zu dem Beispiel von dem YouTube-Nutzer, der mit dem Wolf tanzt. Also eine Rutsche mit eingebauter Leiter. Die Rutschen gab es schon und die Leitern gab es schon. Nun hat er das kombiniert und eine Erfindung gemacht, eine sogenannte Kombinationserfindung. Der Prüfer würde also als sogenannten nächstliegenden Stand der Technik eine Rutsche finden, sicherlich in irgendwelchen Dokumenten. Und dann gibt es eben den Unterschied bei der Erfindung, dass jetzt eine Leiter eingebaut ist, mit der man eben auf die Rutsche draufsteigen kann. Und in diesem konkreten Fall würde der Prüfer sicherlich auch Dokumente finden, wo Leitern drin offenbart sind. Und die Aufgabe, die sich ausgehend von der Rutsche stellt, ist doch bestimmt Höhe zu gewinnen, also eben die Stufen hochzuklettern, damit man eben dann aus einer bestimmten Höhe abrutschen kann. Und in den Dokumenten, die Leitern beschreiben, ist bestimmt auch beschrieben, dass Leitern besonders gut dazu geeignet sind, Höhe zu gewinnen. In dem ganz konkreten Fall würde ich also sagen, dass der Prüfer gute Karten hat, hier die erfinderische Tätigkeit zu verneinen und zu sagen, dass das nicht erfinderisch ist, also dass kein Patent erteilt wird.
Ich mache aber mal ein Beispiel, wo der Prüfer vielleicht die erfinderische Tätigkeit bejahen würde. Wenn man nämlich Dinge aus zwei völlig unterschiedlichen technischen Gebieten miteinander kombiniert oder wenn man Dinge kombiniert, die dann einen sehr überraschenden Effekt haben, diese Anzeichen für erfinderische Tätigkeit nur als Beispiel, dann kann ein Patent erteilt werden. Ein Beispiel: Wir wissen, dass Aspirin gegen Kopfschmerzen hilft. Und wir wissen, dass wenn Kamelhaar geschoren wird, dass es mit allen möglichen Flüssigkeiten behandelt wird, damit es so schön weich wird für die Kamelhaardecken. Und jetzt haben wir aber herausgefunden, dass wenn man in diese Flüssigkeiten Aspirin reintut, dass dann die Kamelhaare besonders weich und leicht kämmbar werden. Das ist überraschend, das hätte man so nicht erwartet. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, würde man aus meiner Sicht da gut ein Patent erteilt bekommen können. Ich hoffe, dass ich gut erklären konnte, wie man selbst ein Gefühl dafür bekommen kann, ob auf eine eigene Erfindung ein Patent erteilt werden kann oder nicht. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.